Okay, ich glaube nur die eine Zeichnung ist hier wichtig. Weil er auf der Rückseite war ja nichts. Er schreibt, das ist so frustrierend. Ich weiß, dass ich nah dran bin, aber ich finde die richtige Kombination nicht. Das heißt, die richtige Kombination. Oh nee, nicht dieser Ohrwurm. Ich verstehe da gar nichts. Hier irgendwelche drei Punkte, die gehen da durch und keine Ahnung, was das soll. I'm not really sure how this thingamajig works. Ja, das wissen wir schon. Richtige Kombination. Die werden doch alle falsch sein, oder nicht? Oder soll man eins davon ausprobieren? Nimm mal das in der Mitte mit den drei Kreisen, ist am einfachsten zu merken. Und erstmal Reset. So, dann denke ich mal ganz nach oben. Dann nehmen wir hier mal plus plus. Hier glaube ich. Dann noch eins, alles größer. Der Demeter links muss doch, glaube ich, irgendwie ausschlagen. Darauf müssen wir, glaube ich, irgendwie achten. Hat sich da irgendwas geändert? Habe ich gar nicht drauf geachtet, links. Der muss, glaube ich, ausschlagen irgendwie. Jetzt geht er nach unten. Dann will sich so zwei Schwarze überlagern. Was passiert dann? Oder geht's noch weiter hoch? Vielleicht einfach alles schwarz machen. Was nur geht. Jetzt geht's noch weiter hoch. Weiter nach oben geht's wahrscheinlich gar nicht mehr. Not really sure how this thingamajig works or what to do with it. Moment. Die Linien, die da eingezeichnet sind, das sind doch auch die Linien.
die man hier so diagonal sieht. Ich weiß, dass ich nah dran bin, aber ich finde die richtige Kombination nicht. Die Kombination meint aber wahrscheinlich eines von den beiden Bildern dann. Aber alle durchzuprobieren dauert viel zu lang. Not really sure how this thingamajig works or what to do with it. Vielleicht ist die Lösung auch irgendwo ganz anders, das gibt's doch nicht. Vielleicht ist die da gar nicht zu finden. Ah, hier ist ja auch nochmal irgendwas. I've seen Harry keep even restaurant checks for bookkeeping. He would never tear up a piece of valuable information. Super, ein Puzzle. Also das habe ich ja mit Puzzle nicht gemeint. Okay, ist aber... Naja, ist aber trotzdem nicht so schwer. Okay, das gehört irgendwo dahin. Hat man erstmal die Texte da. Oh, was gehört dahin? Ist irgendwo dahin. Moment. Quatsch. Moment, da ist doch irgendein fehlender Text. Also rechts irgendwo auf dem Bild muss doch ein Text sein, der weitergeht. Das ist doch nur der hier. Könnte hier reinpassen. Ah! Oh, ich habe jetzt echt keinen Bock auf so scheiß Puzzles. Also nicht auf solche. Okay, scheint hier zu passen. Das ist ganz falsch, was ich hier mache. Hier scheint auch links irgendwo ein
Text noch zu fehlen. Ah, das ist das hier. Das kann nur das hier sein. Hä? Ach Quatsch, das ist das hier. Da gehört's hin. Okay, das gehört dahin. Oder? Hä? Er ist doch hier normal richtig, oder nicht? Hier das F. Hä? Okay. Das gehört dahin. Ah, kann man das nicht alles zusammen irgendwie nehmen? Ist doch scheiße. Das stimmt ja gar nicht hier. Es passt doch hier genau. Was bewegt denn der sich da oben jetzt? Mit Kackeiern. So, der kommt dahin. Oh, und jetzt darf ich... Ja. Darf ich das ganze Ding irgendwie hier runterbringen? Oh, komm, jetzt aber. Got it. Was? Das hat er da jetzt gesehen? Ja, Tatsache. Es bringt uns aber, glaube ich, bei den schwarzen Flecken jetzt nicht weiter. Auf den Linsen. Okay, was haben wir hier noch? It's been ripped out of something else. Es wird irgendwo rausgerissen, ja. Das sieht man doch an der Zeichnung, wo. Das ist doch die oberste. Die haben wir ja notiert. Ah, hier kann man was drehen. Das muss wahrscheinlich genauso gedreht werden wie die Zeichnung, damit es so aussieht. Okay. The parts of the tiki on this column seem movable. Ja, okay. Ne, das war das hier. Unten kann ich mir auch merken, oben auch so drei Dinger und so. So, das war das. Das war das. Und das. Ach. Wieder vergessen jetzt unten. Das war's doch.
Oder Moment. Nee, das war schon richtig. Okay, beim Mund vielleicht. Nee, das stimmt auch. Ja, die Frage ist jetzt nur wieder, ne, da wo das Stück ist. Ja, als könnte man das hier aktivieren oder so. Was soll denn das? War doch genau das. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich denke, das muss auch hier sein. Vielleicht kann ich das ja unten aktivieren. Nein. Ja, okay, was soll denn dann aber passieren? Ah, okay, ich weiß es schon. Da hinten geht die Tür wahrscheinlich auf. Das ist so eine Schiebetür, wie es aussieht. Hä? Was? Ah? Muss doch bestimmt wieder irgendwas aktivieren, aber ich komme nicht weiter nach unten. Oder weiter nach oben, das. Oder soll es doch in eine andere Richtung? Vielleicht doch. Alles hier rüber. Moment. Aber die Zeichnung hatten wir doch angefertigt. Wir hatten doch so ein. Wie heißen die Obelisken oder keine Ahnung, haben wir doch irgendwo schon mal gesehen. Keine Ahnung, vielleicht sogar doch in Richtung oder nach hinten. Nein, das wäre ja Quatsch. Oder vielleicht muss das Gemälde, das muss bleiben, aber unten muss eins dazu passen, zu den gelben da unten vielleicht. Was? Schieben wir es zwei nach links. So. Jetzt muss ich rechts noch positionieren und dann nochmal alle Möglichkeiten durch. Was soll der Käse?
Hä? Sah ich ein Schiff, das am schwarzen Strand auf der anderen Seite der Insel gestrandet war. Das muss die Lady Shannon sein, das Schiff, das die Expedition hergebracht hat. Okay, da ist. Beim Grab noch irgendwas ist. Am Moment, die Hütten. Ich sehe gerade die eine Hütte. Die haben die Zeichnung. Das ist doch irgendwo da abgefallen. Weil es wurde irgendwo entnommen. Der Weg durch den Dschungel hat zu einem verlassenen Lager geführt, das in den Überresten eines alten Dorfs errichtet wurde. Hat Harrys Expedition vielleicht hier gelagert? Wie gesagt, da die Zeichnung von der Hütte oben, die hat nämlich gerade eine Tafel. Und die ist irgendwo abgefallen. Mal gucken, ob die anderen. Ich gehe mal nach unten. Ich glaube, da war sowieso noch ein Weg, wo wir noch gar nicht gelaufen sind. Harry hated asking his parents for money to fund this expedition. The Everhards are a wealthy Boston family, quite old-fashioned. They were never really pleased with his eldest marrying a middle-class girl. That's why he wanted to get away from them as soon as he could, just like his siblings did after him. Broken, but I might as well draw what I can see of it in my journal. Okay, das ist der eine Teil vom Drachen oder was das da sein soll. Ja, vom Einzelt ist er komplett abgefallen. Das wird nichts sein. Hier die schwarzen Flecken. Hier ist er vollständig auf jeden Fall. It's some sort of Polynesian coat of arms. Is that an octopus? Was soll das zu bedeuten haben? Hier fehlt er komplett. Das ist der eine, wo komplett gefehlt hatte wahrscheinlich. Something's missing inside that emblem. Das haben wir ja aufgezeichnet. Komisch. Hier fehlt die Hälfte. Da fehlt er komplett. Da ist der Oktopus. Moment, Oktopus. Fisch fehlt noch. Komische Drache. Komische Schild. Ach, das soll, glaube ich, eine Schildkröte sein. Ja, okay, das sind die Symbole unten und was soll man damit anfangen? Ich konnte die Tafel ja noch nicht mal mitnehmen. This enormous stone slab looks like a mechanism to get up to the outcrop. Ja, was du nicht sagst. Something missing here. Ach was. Sehr scharfsinnig, Mädel. Ach, da hinten war man noch gar nicht. Look at this little fella.
an amulet with a carved Marquesian cross. The symbol represents balance and protection. Why is this hammock so far from the rest of the campsite? Tja, da war vielleicht jemand krank. War echt, wieso? Oder jemand fand die Gegend einfach nur geil. Wollte hier pennen. The river cuts through that canyon. It doesn't look safe to cross. Tja, hier gibt's dann auch nichts. So, ich gehe mal wieder nach oben, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich verstehe das mit den Symbolen nicht. Die hat doch sowieso alle Symbole schon aufgezeichnet. Durch den einen Puzzle. Und den Zelten, die da oben. So, eins fehlt komplett, das ist hier. Kann man ja aber auch nicht mitnehmen. Oder was weiß ich, was dranhängen. Was soll das bringen? Ist doch alles Quatsch. Verschiedene Meereskreaturen, Verbindung zu jedem Tiki. Reihenfolge der Symbole wichtig. Familien. Hier kommt mal die Sache. Schon ein bisschen näher. Wieso habe ich es mir vorher nicht angeguckt? Verschiedene Meereskreaturen, okay. Verbindung zu jedem Tiki. Tiki, das sind die komischen Hütten wahrscheinlich. Reihenfolge der Symbole wichtig. Familiensymbole. Moment. Wie viel haben wir? Ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun. Wir haben hier 4 Stück. Wir haben doch auch 4 Symbole. Genau, jetzt müssen wir... Ich glaube, also die Reihenfolge, was oben ist, weiß nicht, ob ich die Maus bewegen kann, das zeigen kann. Nee, jetzt nicht. Also oben haben wir ja die Art Schildkröte, da kommt der Fisch, dann der Drache, sage ich jetzt einfach mal, und dann der Oktopus. So, das heißt die Schildkröte, da müssen wir an das Gebäude rangehen, wo die Schildkröte ist. Das ist wahrscheinlich das, was fehlt. Alle anderen kann man sich irgendwie so ein bisschen denken. So, und da wird wahrscheinlich dann so eine komische holzgeschnitzte Sache sein. Muss ich das... Mal gucken, ob die überall... Ich glaube, wir haben eigentlich nur eine gesehen. Oder an jeder Hütte ist so ein Ding. Also die komischen Holzfigur mit dem Gesicht. Ja, okay, da sehe ich schon eine. Ja, an jeder Hütte ist eins. Dann ist es ja nicht mehr schwer. Also Oktopus... Ne, wir müssen ja erstmal. Moment. Tiki, like something straight out of an adventure novel. Also Stamm. Jetzt weiß ich, was er mit Reihenfolge. Okay, dann ist klar. Den haben wir, glaube ich, schon aufgezeichnet. Ja. Dann ist klar.